Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Elden Ring. Heute geht es weiter hier an der Stelle, wo bis vor kurzem noch eine Felilu war. Es scheint also, als hätte unser Wirken hier bei Festung Hyde, hier mit Kenneth Hyde, tatsächlich Wirkung getragen. Ich habe jetzt auch noch hier auf der Map nochmal so ein bisschen rumgeschaut, wo sie denn eventuell ist, habe aber kein Schwein gefunden, also nicht eine Felinion, nicht Kenneth Hyde. Die Sache ist, wir haben jetzt zwei Optionen. Einmal, wir können hier Ser Gideon fragen, weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, er ist ihr Vater, glaube ich, oder zumindest Ziehvater oder sowas. Und wenn nicht, können wir zu Godric schauen, weil das war, wo Kenneth Hyde das letzte Mal gesagt hat. Hier, ich werde der Herrscher von Limgrave und nicht dieser komische Godfrey, der am Sack ist. Hier ist sie nämlich auch nicht. Okay, dann. I hear you help get the girl back on her feet. Though I'm not her foster father anymore, I'd still like to thank you. Sorry for the time you had to waste. Nein. Well, Motti. Dammit, also ist schon gut, aber ja gut, dann let's try, ob wir hier Godric der Verpflanzte. Wenn sie dort nicht sind, oder beziehungsweise Kenneth, und wahrscheinlich sagt, mir ist gar nicht aufgefallen übrigens, dass die beiden Quests so ein bisschen zusammengehörig sind. Moment, wo ist der Eingang und wo nicht? Bin ich da immer verwirrt. Tageslang. Bin da immer verwirrt. Genau. Meine Sache ist nämlich, mir ist gar nicht wirklich aufgefallen, dass die beiden da irgendwie zusammenspielen als Quest. Aber wenn man hier für Kenneth Hyde erstmal was machen muss. Ah! Wenn man zuerst mal für Kenneth Hyde irgendwas machen muss, dann könnte ich mir vorstellen, dass. Oh ja, holy shit, das sind sogar beide. Hey, und der steht nicht mehr draußen und tritt auf seine komische Leiche hin, oder? Okay, mit wem reden wir jetzt zuerst? Mit dir. It's been some time. I must thank you for your aid. I told father I would be with him no longer. I remembered the vow I took when I first became a warrior, so many moons ago. This land is much like the one from which I hail. I will call upon the storm to drive away the foulness that has settled on the winds. Again, I am Nefeli Lu, warrior. Some call me by the title of Lady, but I remain the same woman underneath, though I have now abandoned my former guidance. I cannot express how much you've helped me. Nein, uralter Drachenschmiedestein, dammit, nicht, wir brauchen einen uralten Dunkelschmiedestein. Should you become Elden Lord, I would gladly lighten your burden. Oh, Selen hat so ziemlich dasselbe letztes Mal gesagt. Farewell, fellow warrior. I will remain to summon the storm. But your guidance and your fight surely lie elsewhere. Ergibt auch Sinn, das hier ist Schloss Sturmschleier. Stimmt, und außerdem gibt's in diesem Schloss diese komischen Kackfalten, genau wie ganz oben hier in Schloss Sol. I will remain to summit your guide, surely lie. Okay, jetzt sagt sie immer nur Sinn. Alright. So, und was hast du jetzt nochmal damit zu tun? Ich hab den, muss ich sagen, seit wir, keine Ahnung, um Part 30 das letzte Mal mit dem geredet haben, oder sogar noch früher, gar nicht mehr am Schirm gehabt. Ah, nice to see you after so long. Safe and sound, I take it, yes? Good. Ah, quite. I have indeed selected a new ruler. Lady Nefeli is strong and just, worthy of the burden of Limgrave's lineage. Such is the sincere opinion of I, Kenneth Hyde, no less. For the time being, I share command of the castle with my lady. But I plan on returning to my fort afterwards, at which time I can fulfill my old promise by raising you to the glory of knighthood. I hope it is just as wonderful as you imagine.
Das heißt, seine Quest geht weiter, oder was? Okay. Und ich dachte mir schon, jetzt haben die beiden Battle, wer von den beiden Limgrave regieren wird. For the time being, I share command of the castle. At which time I can by raising you. I hope it is just. For the at which time I raising you. I hope it. Alright. Jetzt nochmal mit dir reden, nachdem wir. So, du auch noch was? Ah, you is it? Haven't seen your mug in quite some time. As you can see, I'm the new lady's attendant. Freedom was worth squat. But besides, I like it round here. Lady Nefeli still fair of heart and countenance. Still, I have the lady's trust. So I can loot all the corpses I like. I'll let you take a look at the goods if you fancy. Wenn es nicht solche Charaktere geben würde, dann wäre es kein Souls-artiges Spiel. Von dem kann man sogar einen uralten Drachenschmiedestein kaufen. Bevor es jemand anderer nimmt. Okay, sonst hat der aber nur Schmutz. Das heißt, wir haben instant einfach mal zwei von den Dingern abgesahnt. So. Die Sache ist jetzt, geht... Kriegerin Nefeli Lu, Kenneth Hyde, Erbe von Limgrave und Torwächter Gostok. Genau. Meine Sache, wenn ich jetzt raste, wird's dann wirklich... Hier. Wird's dann wirklich jetzt... Ich werde sich jetzt aber mal Zeit vertreiben. Ne, jetzt sind immer noch alle hier. Glaube ich. Ja, natürlich, weil das eine Boss-Arena ist, kann ich hier Sturmwind nicht rufen. Sie ist da. Okay, er ist immer noch da. Und der ist da. Okay, aber eine Frage. Wenn ich jetzt... Ich habe jetzt... gerastet, Zeit vergehen lassen, plus porte ich mich jetzt. Ist er jetzt immer noch hier? Er ist immer noch hier. Okay, wir kommen irgendwann anders wieder und schauen, ob der uns endlich zum Ritter macht. So. Aber jetzt könnten wir theoretisch kurz noch bei Ser Gideon Ofnir vorbeischauen und schauen, ob er was Gutes zu sagen hat. Bezüglich seiner ehemaligen Ziehtochter. Und habe ich mich richtig erinnert, das mit dem Ziehtochter? Nein, leider. There are four more demigods yet. Nicola of the Halig Tree, his twin, Maluna Prince, and Rani is said to have shore here. If you should all trade, we both as such. So, mal halt. So, Michaela, der schönste. Damit, ich habe das literally in den 3 Sekunden seitdem vergessen. Wurscht. Michaela. Halligbaum. Wird wahrscheinlich das hier sein, weil das wirkt sehr groß und wie ein Baum. Ich schätze mal nicht, es wird dieser random Erdbaum sein. So. Außerdem haben wir hier irgendwo eine Höhle. Wir haben das in dem Geheimpfad zum Halligbaum, glaube ich, alles hingekriegt. Das heißt, wir schauen mal, dass wir so hier außen rum gehen und jetzt erstmal rechts Richtung dieser Höhle gehen. Oder nee, wir haben eigentlich gesagt, wir wollen links rum hier zu diesen komischen Dingern und dann hier zu den Riesen. Das war jetzt ehrlich gesagt so meine... Meine erstmalige Idee. Hier ist einfach mal so ein Höhlenbär. Au! Ah, Alter. Ah.
Ich hasse diesen Move. Ich hasse auch diesen Move. Ich hasse ihn grundsätzlich. Wobei, ich bilde mir ein, wir haben gesagt, dass man ihn tendenziell einfrieren kann. Ich weiß nicht, ob er schon eingefroren ist. Doch, ich glaube, weil sein Fell ist ganz weiß. Man sieht halt hier echt schlecht, ob er diesen komischen Schleier hat. Damn it! Ich hasse diesen Angriff. Ja. Okay, scheiß drauf. Wir schauen, dass wir Blutung rauskriegen, wollte ich gerade sagen. Ich hasse ihn. Ich hasse dich. Alter. Bestienblut. Scheiß Bloodborne-Abklatsch. Alter Schwede. Okay. Ich wollte gerade sagen, what the fuck, aber ich bin einfach die ganze Zeit recht weit vom Mikrofon, glaube ich. Jetzt ist hier noch so ein kleiner Bär. Okay, hier scheint nämlich so die Bärenwiese zu sein. Es wäre echt geil, wenn wir irgendwann einmal hier was sehen könnte. Weil ganz ehrlich, in so einem Gebiet, Alter, da muss man eine Höhle gar nicht verstecken, sondern da muss man einfach nur irgendwo eine Höhle sein. Und wo habe ich gerade irgendwas herbekommen? Das verstehe ich gerade wieder nicht. Ich höre da vorne irgendwas, was wahrscheinlich groß ist. Oh, hier ist so ein Friedhof. Oh. Oh nein. Scharlachfäule, glaube ich zumindest. Damn it! Schwebte erstmal 10 Sekunden in der Luft. Haha. Ich weiß nicht, ob ich ihn backstabben kann. Alter! Ja, ernsthaft? Ich, dieser ewig... Okay, erstmal... Hier. Erstmal Scharlachfäule kurieren. Fäulnisstreithammer. Helm des verrotteten Duellanten. Das schaut sehr ekelhaft aus. Genauso wie das Teil. Aber es ist nicht ansatzweise so gut. Okay, Fäulnishammer. Wird wahrscheinlich nicht top sein, aber... Löst Scharlachfäule aus, 65, und das macht dann sehr gut runter. Also für einen reinen Stärkebild. Ich meine, man kommt hier, glaube ich, nicht früh her. Weil man muss nach Morgoth herkommen und man muss auch nochmal dann nach Schloss Sol. Also für die hintere Hälfte des Heiligbaum-Medaillons. Naja, okay, also vielleicht doch nicht so wahnsinnig. Vielleicht doch nicht so wahnsinnig gut, weil ich dachte gerade so, wenn man die relativ early hinkriegt, dann vielleicht. Aber das tut man, glaube ich, nicht. Man kriegt die nicht früh. Da unten höre ich was. Aber ich sehe kein unten, was mich so ein bisschen stutzig macht. Ob es sinnvoll ist, da lang zu gehen. Aktuell.
Doch, ich sehe das Vieh sogar ganz, ganz minimal hat man was Rundes sich bewegen sehen. Ganz am linken Bildschirmrand gerade. Aber ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen hardcore. Oh, hey, hier stehen einfach random Dudes. Oder ein random Dude, besser gesagt. Ah, ne, hier sind sogar mehrere random Dudes. Die habe ich gerade einfach nicht bei dem Kampf irgendwie getriggert. Alright. So, wie kommt man da jetzt am besten? Hier ist man immer noch auf diesem Plateau. Oh! Ah ja, hier ist das Teil. Achso, nein, hä? Das Wolf, ich dachte, es wäre das... Ah, das ist das Teil, genau. Wenn es schießt, bin ich am Sack. Außer ich bewege mich derweil. Nein, 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 nein. Genau das wollte ich. Fick dich doch! Hey, ich habe beide gleichzeitig gemacht. Okay. I take it. Jetzt schaue ich irgendwie aus, so wie ein Igel mit den Pfeilen, die aus mir rauswachsen. Irgendwo hier war auch das, wo der unterirdische Bär war, der den Typen durch den Boden gefressen hat. Irgendwann mal wird sich das auszahlen, dass ich auf diese ganzen Dinger raufgehe. Warum ist hier eigentlich so ein rotes Feld? Das wirkt irgendwie so... Okay, nee, unsere... Weil da lang sind wir schon gegangen. Ich will jetzt in die andere Richtung, dort runter. Ja, hier kommen wir einigermaßen unbeschadet runter. Wir erkunden jetzt erstmal hier so den... Oh. Oh. Was zur Hölle war das gerade? Was? Ich hab irgendwie so ein halb... Ist das wieder eins von diesen komischen Skelettviechern? Nein, hä? Das ist einer von den Typen. Wo im Fäulnissee einer war. Und unterirdisch. Seid ihr nicht im Normalfall nur unterirdisch? Aber das habe ich in Leonir von den einen Arten von Typen auch gesagt. Nein, 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 nicht runter, nicht runter, nicht runter. Die zählen übrigens nicht als Gegner-Encounter, weil dadurch bekomme ich keine Ausdauer-Anzeige. Also meine Ausdauer ändert sich nicht, wenn ich das Teil schlage. So, jetzt muss ich nur irgendwie... Muss irgendwie zu dem Hauptvieh. Was zur Hölle? Ja, okay. Au, nicht schon wieder. Nicht schon wieder mein Pferd. Und jetzt auch noch ich.
Wo ist denn das Teil, was die Viecher sammelt? Was haben diese Viecher immer gesammelt? Das in der Nähe von Schloss Sol war auf jeden Fall eins von den... Das war eins von den... Von diesen komischen Schifffahrgeister-Skelettviechern. Schifffahr-Skelettgeister. Hab keine Ahnung, ab wo ich hier runterkomme, weil ich will dieses komische Vieh, was hier genau mit dem Bogen auf mich schießt, möglichst nicht. Ich will... Was zur Hölle ist das für ein Teil? Das killt mich einfach so... Okay, mir gefällt das, was dort drüben abläuft, aber mal gar nicht. Hä? Okay, ich sehe schon. Ich muss wieder Govarusinen ausrüsten. Das war die guten. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie einen Weg darunter finden. Ich habe gerade so viel Runen dort unten. Ich will ehrlich gesagt nicht gegen das Vieh kämpfen. Oh nein. Komm, Parosin. Au! Nicht sterben, bitte. Alter, jetzt bin ich schon... Jetzt bin ich ja... Was ist das für ein Teil? Das sind einfach infinite spawnende Geister und so... Was? Und man sieht obendrein auch nichts. Das ist genauso ein Bullshit wie die eine Area aus Dark Souls 3. 2. Aber 1:1. Jetzt habe ich einfach mal... Woher soll ich denn wissen, dass da unten so ein Drecksteil ist? Dass ich... Na klar gehe ich da mit dem ganzen Level rein, wenn ich nicht mal ansatzweise erahnen kann, dass da ein Boss ist. Eiskalt einfach hier oben auch so ein Teil. Ja, jetzt sind einfach mal zwei von den Viechern. Und die respawnen auch immer mit vollem Leben. Alter, willst du mich verarschen? Kommen da jetzt einfach wirklich immer neue von denen? Wo ist das Teil, was das summont?
war doch immer bin ich jetzt dumm? Das war doch da, wo ich meinen Stuff verloren habe auch. Wo jetzt natürlich nichts mehr sein wird. Ist einfach rollen wie ein Geistesgestörter. Ah! Jetzt ist gerade ein bisschen lichter geworden. Okay, jetzt ist da hinten auch noch. Alter. Ah ja, safe! Es sind jetzt auf einmal drei oder was ist los? Jetzt sieht man ein bisschen mehr, aber... Nee, oder ist es einfach, wenn ich hier runtergehe? Hier war eins von den Dingern. Oder? Da sind ganz viele von denen. Alter, ich hasse diese Gegend allein schon aus dem Grund, dass man halt nichts sieht stellenweise. Fuck you. Oh, du bist einer von denen, die geilen Loot haben, oder? Bleib da. Ja, Zünderrune nehmen wir. Hier sind ganz viele von denen. Ich hoffe, der schießt da durch. Sehr gut. Ja. Die geben keine Runen, wenn sie sterben. Alter, du bist vielleicht ein Sack. Aber eine Frage. Kann man die eigentlich triggern? Mit Pfeilen? Nee. Also man muss dorthin. Aha. Sind beide tot? Ja. Okay, neue Mechanik herausgefunden. Nein, du schmiedest einen neuen. Also sehr gut, aber... Ah! Ich will wissen, wie man dieses... Hier. Und hier, da ist so ein Feld, wo ich nicht weiß, wie man da abgeht. Also wie man da schafft, dass man... Oh, wir sind quasi dort wieder. Hä, waren beim ersten Mal da auch Viecher? Hier sind die einigermaßen machbar, wo sie halt mit den Bäumen relativ gut austricksbar sind. Ist vielleicht hier unter diesem...
Oh ja, da gehen sie im Vergo, wenn ich hier bin. Die Sache ist, ich kann die ja nicht töten. Also sie bleiben halt nicht tot. Was macht diesen Shit hier? Wenn ich hier oben bin, geht das dann... Ich würde das wirklich gern von irgendwo oben sehen. Wo ich aber auch wirklich was sehe. Ich dachte gerade, ich höre das komische Schifffahrtsteil. Den Kapitän. Aber tue ich ganz einfach nicht. Nee, aber hier sehe ich irgendwie mehr. Oder hab das zumindest ganz kurz. Ja. Ich hab doch da gerade kurz mehr gesehen. Warum kann ich das jetzt nicht wieder haben? Vielleicht müssen wir auch irgendwo ein Item finden. Weil das wirkt so, als wäre hier... ein Gimmick am Start, was ich noch nicht so ganz checken würde. Weil diese ganzen Lichter zu nutzen oder wegzumachen hilft nichts. Ich weiß es echt nicht. Egal, wir schauen uns erstmal hier unten um. Vielleicht ist er hier. Hier sind auch so Lichter. Vielleicht finden wir ja hier in der Gegend was raus. Oh nein, hier ist wieder so eine von diesen komischen Singviechern. Okay, Magie, haben wir keine Ladung mehr, die wir... Okay, das approachen wir am besten von der anderen Seite. Oh, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das Teil, was die summoned auch zum Beispiel so hier. So versteckt von denen. Weil das war ja bei dem hier drüben auch so. Da war das ja hier und dann war es hier das Vieh. Ich wollte gerade sagen, weh, du kommst jetzt hier runter und fixst mich. Dass es vielleicht hier sein könnte. Oder es ist halt wirklich irgendwo hier, weil hier schaut es fast so ein bisschen... Ich weiß, es wirkt jetzt hier ein bisschen komisch, wenn ich das so sage, aber hier wirkt es fast so ein bisschen sumpfig. Ausgetrickst! Ich mag solche kleinen Gimmicks, wenn ich sie verstehe. Wenn ich sie nicht verstehe, finde ich sie kacke. War das übrigens hier früher mal ein Erdenbaum? Es wirkt fast so und dann ist halt... Ist das dort hinten? Ach so, what the fuck, das sind gar nicht, ist gar keine von den Sing-Trullern. Das sind solche... Aber die haben wir wirklich seit dem Siofran nicht mehr gesehen.
Na doch, stimmt nicht. Nee, die singen nicht. Wir haben nur die normalen. Die haben wir auch in Leonia irgendwo gesehen. Hier irgendwo in der Gegend, glaube ich. Ne, hier in der Gegend. Haben wir sie in Leonia gesehen, aber die singen nicht. So, sorry. Deine Stimme ist schön, aber nützt dir auch nichts. Gamaschen des Schamanen. Oh. Ja, damit. Horntan ist mal der Tapfere. Ich bilde mir ein, wir haben schon die erste Stufe von dem mal gehabt. Oder haben wir halt. Ne? Der Immunität. Na, hatten wir der Immunität und der Klarheit. Erhöht die Robustheit deutlich. Wow. Was ist das nochmal für Dinge? Achso, erhöht die Lebenskraft und Lebenskraft deutlich. Was aber voll der Scam ist. Weil das irgendwie nicht stimmt. So, damit haben wir das hier jetzt erstmal. Was für ein Assi-Move, diese Dinger mit Explosion auszustatten. Nee, da unten wird, glaube ich, nichts sein. Aber hier ist so ein Teil wieder, wo so ein Loch in die Karte gebrannt wurde. Das sind im Normalfall Höhlen, soweit ich mich erinnern kann. Oh. Hallo. Okay, und hier ist noch... Ah, da hinten. Aber alles nur Heilungsdinger. Hey, ich dachte, wir haben das da drüben schon mal. Oh, holy shit. Fuck off. Stirb. Danke. Weiß nicht, wie viel Sinn es bringt, die Magie-Regenerationsviecher mit Magie zu machen, aber... Ich will die einfach alle töten, deswegen... Fuck it. Und hier sind echt viele davon. Ich bin jetzt schon hier in der Gegend komplett lost. Da sind noch welche von den Dingern, egal. Oh, da hinten sind wieder Riesen, die was ziehen. So, hier in der Gegend. Hä? Ach so, nicht. Hä, ich zeige die. Oh, die Batterie ist schwach. Ich hoffe, ein bisschen hält's noch. Dann schaue ich dann in eine andere Richtung, wie ich gerade dachte. Okay. Einen machen wir mal so. Dann einen so, perfekt. Finde ich auch gut, der Damage ist bei den Viechern so hoch, dass man deren Gimmick echt lernen muss. Sonst ist man echt gefickt. So, die Sache ist, wir haben jetzt hier, hier und hier
und wir müssen immer noch irgendwie das hinkriegen, plus das hier. Vielleicht hat aber das auch irgendwas zu tun, dass hier ein Höhleneingang ist und dann geht man unterirdisch hier runter und muss dort was machen. Irgend so in die Richtung. Oder ich könnte mir immer noch vorstellen, dass man irgendwie den... Ich höre irgendwas Großes. Das gefällt mir nicht. Die Sache ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass hier irgendwo ein... Nein, schon wieder? Warum? Okay, wir schauen erstmal hier zu dieser Ruine, weil die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, dass hier irgendwo ein... Oh, ist das das Main-Vieh? Nee, aber es hat gebrüllt. What the fuck ist das dort hinten? Ruinen von Yelu-Anix. Das, was da raucht, ist wahrscheinlich das Loch in der Karte. Ich glaube, hier den Teil haben wir jetzt komplett uns angeschaut, wenn mich nicht alles täuscht. Oh ja, das schaut so aus, als würde es da hingehen. Das ist aber auch gut, weil da können wir vielleicht dort den Ort der Gnade, Schmiedestein nehmen wir, dann können wir dort den Ort der Gnade mitnehmen für die Gegend grundsätzlich. Was jetzt auch nicht verboten ist, wenn man das so macht. Ja, das schaut gut aus. Hier ist auch so ein altes Militärlager oder sowas. Oh, Moment, altes Militärlager. Apropos das letzte Mal, wo wir so ein Militärlager gesehen haben. Das war doch, oder einmal war es zumindest hier irgendwo in Zelit, wo dann auch, war das nicht sogar hier Kerkerhöhle, wo auch so ein durchgerissenes Ding war? Und hier irgendwo, ich glaube hier... Kristalltunnel war auch so ein durchgerissenes Loch und irgendwo hier oben, glaube ich, auch. Hier. Alter Altus-Tunnel. Also die heißen offenbar auch noch überall immer irgendwie Tunnel. Tunnel von Yelu-Anix. Einziges Problem ist, wir müssen hier erstmal runter. Für den Ort der Gnade. Ja, aber der andere Ort der Gnade ist echt so arschweit weg. Es ist sogar wahrscheinlich sinnvoller, wenn man jedes Mal hier einen Aufzug verwendet. Und da raus. Weil da war auch kein Gegner dazwischen. Schauen wir mal, ob drunter was ist. Nope. Das schaut übrigens sehr interessant aus, dieser Eistunnel. Ich wollte eigentlich schauen wegen Aufsteigen, aber dann ist mir eingefallen, wir haben das komplett verloren. Alles. Wir haben alles verloren. Ausnahmslos. Ja. Wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal noch nicht hier rein. Ich werde nur mal schon sicherheitshalber das hier anmachen. Nicht, dass ich vergesse. Aber ich möchte erstmal dort oben hin. Weil ich schauen möchte, was diese Ruinen von Yelu-Anix alles auf sich haben. So, und sicherheitshalber, falls wir wieder sterben, schicke ich ihn runter. Dann soll ja smart sein. Achso, jetzt geht es noch nicht. Hier geht's jetzt. Und vielleicht kriegen wir hier auch raus, wie, wo, ich glaube, die hießen... Drachenritter oder Drachentötungsritter oder sowas. Was es mit den Fickern auf sich hat. Vielleicht hat das große Teil ja irgendwas damit auf sich. Okay, es hat uns noch nicht bemerkt. Das ist, würde ich sagen, ein super Punkt, um zu sagen,
Wir haben zumindest einiges an Progress gemacht heute. Und ich würde sagen, hier diese Ruinen schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bei Let's Play Elden Ring. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.